Hallo, lieber Lowbeats-Leser, hier ist Raphael Vogt. Ich möchte zum Thema Rune hier mal die Grundeinstellungen zeigen und das so, wie es eben bei mir im täglichen Betrieb konfiguriert läuft. Da ist zum einen, welcher Rune-Server ist hier mit diesem Client verbunden? Sprich, es ist ja immer ein System, das aus der Software besteht, mit der man das Ganze bedient. Die kann auf irgendeinem Gerät laufen. Man muss es irgendwo den Rune Core geben, den eigentlichen Server. Der läuft bei mir auf einem kleinen Mini-Rechner, der extra hier beim Server steht und der mit nichts anderem beschäftigt ist. Deshalb gibt es auch nie Tonaussetzer oder sowas. Und muss also sagen, wo ist der Server? Dann ist die Frage, was möchte ich alles anzeigen und nicht anzeigen? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, hier die Werte für den Dynamikumfang zu beeinflussen? Es gibt die Möglichkeit, bestimmte Markierungen ein- und auszuschalten. Ist irgendwas ein Bootleg? Ist es eine Compilation oder ist es eine Live-Aufnahme? Das sind Dinge, die habe ich ganz gerne mit im Blick. Deshalb habe ich das hier eingeschaltet. Jetzt ist es eingeschaltet. Dann kann man vorbestimmen, wie wird was sortiert und angezeigt von dem, was in den verschiedenen Ansichten der Fall ist. Und so kann ich eben die Erstveröffentlichung oder Erscheinungsdatum oder sonst was für die Albumsdarstellung sortieren und so weiter und so fort. Jetzt müssen die Daten irgendwo herkommen. Bei mir liegen sie auf einem NAS-Server, also auf einem Network-Attached Storage, also einem kleinen echten Datenserver, der hier in einem Nachbarraum seine Kreise dreht und auf dem mit einem RAID 5 gesichert die Daten lagern und sehr schnell zur Verfügung gestellt werden. Und da lässt sich eben genau bestimmen, von wo kommen die Musikdaten. Es gibt auch die Möglichkeit, eben hier mehrere Quellen anzugeben. Wenn ich einen Server habe und eine Festplatte, die noch mit irgendwas anderem steht, oder ich habe zwei Server, die unterschiedliche Inhalte haben, dann kann man das hier angeben und Rune verarbeitet das. Welche Dienste? Hier könnte ich für Dropbox um einen Cloud-Speicher mit Musik oder für Tidal als Musik-Streaming-Dienst meine Daten angeben und auch da werden die Titel dann nahtlos in Rune eingebunden und die Playlists und so weiter und so fort. Dann Einstellungen zum System. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das Verhalten und die Wartung zu beeinflussen. Und ganz banal so Sachen wie den Cache freimachen oder wie viel Puffer habe ich. Brauche ich eine Bildschirmtastatur, wenn mein Gerät, auf dem der Rune-Client läuft, das selber nicht anzeigt? Und so weiter. Wiedergabeoptionen möchte ich beispielsweise meine Präferenz für das Darstellen und Spielen von Alben verändern oder von Titeln in Alben oder Playlists oder Kompositionen. Das ist hier alles sehr detailliert einstellbar und in den Prioritäten verschiebbar, indem man hier sich die Symbole greift. Das ist sehr weiträumig vorbestimmbar. Ich finde aber die Werkseinstellungen da sehr, sehr tauglich. Dann gibt es für die Bibliothek, sprich für die angezeigten Daten, die Möglichkeit, den Datenimport, die Interpreten und so weiter und so fort hier weiträumig zu beeinflussen. Beispielsweise möchte ich beim Import eher die Rune-Datenbank bevorzugen oder möchte ich eher das, was in der Datei steht, bevorzugen. Und das kann man sehr weiträumig hier vorbestimmen und notfalls für jedes Album, für jeden Titel auch nochmal separat editieren, wenn da was bei rauskommt, was einem nicht gefällt. Muss ich sagen, ist bei mir bei vielleicht vor 10 Alben oder so irgendwie was falsch erkannt oder zugeordnet worden oder nicht so erkannt und zugeordnet, wie ich das wollte. Bei Rune, in 99% aller Fälle hat das echt absolut gepasst.
Es gibt die Möglichkeit, Dateien zu überspringen. Es gibt Dateien, die er automatisch aussortiert, bei denen er irgendeinen Fehler entdeckt hat. Das ist auch einer der netten Vorteile, wenn man Rune das erste Mal mit seiner Datenbank abgleicht. Er schaut sich jeden Titel bis in die Datenstruktur an und wenn da irgendwas faul ist, landet es in dieser Liste. Und dann weiß ich, welche Sounddateien sind vielleicht kaputt oder wo muss ich nochmal was ändern und welche Dateien tauchen nicht auf, weil sie vielleicht irgendwie gar nicht zuzuordnen sind. Das ist alles sehr schick gelöst. Dann gibt es die Möglichkeit, Rechenkapazität zuzuweisen, denn für viele Dinge wie so DSP-Aufgaben oder Konvertierung, insbesondere von DSD nach PCM, wird sehr, sehr viel Rechenpower gebraucht und hier kann man bestimmen, wie viele Rechenkerne, sofern separat ansteuerbar von meinem Rechner, möchte ich für Rune dann für die Analyse reservieren. Und damit das maximal schnell geht, ist es bei mir immer auf Vollgas. Das ist aber Geschmackssache, denn bei mir ist es selten, dass ich gleichzeitig in Echtzeit irgendwas brauche und neue Titel analysieren lassen möchte. Dann lieber Full Speed und dann passt das bei mir. Und wenn mal was hakt, weiß ich warum. Thema Audio. System Out hieße Wiedergabe über das Gerät, auf dem der Server läuft oder mit diesem PC. Es gibt hier die Möglichkeit, von dem Gerät, auf dem der Rune-Server läuft, die HDMI-Ausgänge mitzubeschalten oder auch nicht zu beschalten. Und natürlich für jedes einzelne Gerät, das als richtiger Client hier physisch steht, irgendwas zu beeinflussen. Das sind die Einstellungen, in denen ich in einem anderen Kapitel schon war. Beispielsweise hier die Geräteeinrichtung von meinem AV-Prozessor, wo ich die Möglichkeit habe, zu regeln, wo, wie die Lautstärke, welche Samplingraten. In dem Falle kann der Client 5.1 wiedergeben und braucht nur im Notfall irgendeinen Downmix. Das funktioniert alles sehr detailliert und sehr zielgerecht. Das ist wirklich genial gelöst. Backups. Natürlich ist der Katalog, den sich Rune anlegt, auch ein Datensatz, der kaputt oder verloren gehen könnte. Der ist allerdings relativ klein, besteht aber aus tausenden winziger Dateihäppchen, die er sich anlegt. Und von daher ist ein Datei-Backup sehr angeraten und das kann man eben hier automatisiert sich anlegen lassen und dann wird dann regelmäßig ein Backup von dem Katalog gemacht. Wenn dann mal was schief geht, kaputt geht, abraucht, wegen Gewitter oder sonst was, dann lässt sich das eben wieder aufspielen. Erweiterungen. Ich habe keine großen Erweiterungen bislang, aber man könnte sie hier verwalten und dann gibt es natürlich die Daten vom eigenen Account, denn Rune ist nun mal ein Abo-Service und ich finde auch, dass die ihr Geld zurecht verdienen, weil das doch die mit Sicherheit durchdachteste und vollständigste Musikdatenbank ist, die zumindest ich bislang so kenne. Und die wird permanent gepflegt, die Software wird ständig verbessert. Wie gesagt, dieses Jahr hinzugekommen sind alleine so grundlegende Funktionalitäten wie die 24-Bit-Dekodierung von MP3, AAC und Co. oder auch das Dekodieren von MQA. Und es gibt aktuell sonst keine Möglichkeit, MQA-Dateien in voller Auflösung auf einem Gerät zu hören, das eigentlich hardwareseitig keine MQA-Decoding-Möglichkeiten integriert hat. Nur über Rune, da macht das dann der Prozessor im Server und ich bekomme eine hochauflösende Datei an meinen DA-Wandler oder sonstigen Client. Ja, dann lässt sich noch die Sprache einstellen. Wie sicherlich schon bemerkt, ist der Großteil der Software in sehr gutem Deutsch. Es gibt viele weitere Sprachen. Die Inhalte sind weiterhin großenteils in Englisch und
Man kann aber hier sich sogar an der Übersetzung beteiligen, wenn man also der Meinung ist, irgendwas hätte besser oder anders übersetzt werden können, gibt es die Möglichkeit, das hier an den Hersteller zu melden. Das sind die Voreinstellungen. Es gibt noch hier oben zwei Links, die zum einen mir eine Liste der Tastaturkürzel aufzählen, sodass ich, wenn ich da mal was nachschlagen möchte, hier immer einen Spickzettel zur Verfügung habe. Und natürlich die Informationen zum aktuellen Softwarestand. Und dann sieht man, was ist hier installiert. Und die ganzen zusätzlichen Daten zu den verschiedenen Softwarebestandteilen. Auch das Team. Da gibt es hier alle schriftlich nochmal, die damit programmiert haben. Ja, dass die Voreinstellungen auf Rune. Es ist immer relativ nahtlos zwischen, was ist auf Endgeräten eingestellt, was ist auf dem Server eingestellt und was ist nur für die lokale App. Also man hat immer dieselbe Oberfläche und es ist im Grunde egal, was das betrifft. Hier kann ich alles, was mit Rune Musikwiedergabe einstellt, angeht, zentral voreinstellen. Ich hoffe, das war ein Überblick, der nicht zu viel Verwirrung und dafür viel Information gestiftet hat. Vielen Dank.